Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz vor der 16. Runde. Wir treffen übermorgen in Tivoli Innsbruck auf die WSG Tirol. Um 17 Uhr dürfen wir begrüßen unseren Cheftrainer Nestor El Maestro und Jörg Siebenhandel. Nestor, es hat ja schon eine Begegnung gegeben heuer in Graz. Wie unterscheiden sich mittlerweile die beiden Teams voneinander oder gibt es überhaupt Unterschiede zum ersten Spiel? Also ich glaube, die größte Unterschied besteht darin, dass wir auswärts spielen. Nicht so viel wegen uns, sondern weil die Mannschaft von Watten sich überwiegend sehr stark zu Hause präsentiert. Sie haben da einige gute Leistungen abgeliefert und hier und da auch unerwartete Siege geholt. Wir müssen auf jeden Fall unsere beste Gesicht zeigen, unsere Top-Leistung abrufen, um da auch am Ende erfolgreich vom Platz gehen zu dürfen. Jörg, die WSG hat ja auch letzte Runde gegen den LASK sehr gut dagegen gehalten, zwar dann im Endeffekt verloren. Was hat euch der Trainer in der Woche mitgegeben? Ja, auf jeden Fall, dass wir die zweiten Bälle gewinnen müssen. Ich glaube, das ist ein zentrales Element. Und ja, wie wir auch im letzten Spiel gesehen haben, wenn wir Standardtore vermeiden, werden wir uns auf jeden Fall leichter tun. Und das wird halt eine Aufgabe werden. Ich bitte um Ihre Fragen an die beiden. Trainer, da dieser 3 Niederlagen in Serie jetzt da, ist das ein Vorteil, weil Sie verunsichert sind oder macht Sie das gefährlich? Spielt wenig Rolle, glaube ich. Ich glaube, Watten sind eine intakte Truppe. Sie erwarten jetzt nicht auf die europäischen Plätze zu spielen. Sie wissen, worum es für sie geht in dieser Saison. Sie geben brutal Gas in jedem Spiel, besonders zu Hause. Ich erwarte ein kompliziertes Spiel, unabhängig von jetzt den letzten Ergebnissen. Du hast einen Röcher, eine Idee für das Spiel? Immer, aber wird schwer, da ja. Uns fehlen ein paar Tage, was Thorsten betrifft. Du hast mit fehlen, wird sonst noch jemand fehlen? Gibt es Kranke, Verletzte? Ich gehe nicht davon aus, aber das Spiel ist erst am Samstag. Wie gesagt, mit Thorsten wird es sehr, sehr eng, also unwahrscheinlich. Sonst schauen wir mal, was ist in Ordnung. Du hast vor dem Rapid-Spiel gesagt, du kannst nicht für einen Sieg garantieren, weil die vor euch in der Tabelle liegen und ein großer Club sind. Wie sieht es jetzt aus in den nächsten beiden Spielen oder für das nächste? Sie möchten jetzt eine Siegesgarantie. Also ich glaube, sie sind auch im Geschäft lang genug dabei zu wissen, dass es A, grundsätzlich eine schlechte Idee und B, unseriös. Wir werden unser Bestes tun und erwarten nicht nur ein gutes Spiel, sondern auch ein erfolgreiches, klar. Vielleicht die Frage an beide, die geht zurück zum Rapid-Spiel. Was ist da falsch gelaufen bei dem Gegentor, wo Dieb und so ganz alleine zum Kopfball gekommen ist, aus deiner Sicht, Jörg? Das sind einfach Situationen, die im Spiel auch mal vorkommen. Also wenn man vorne auf der ersten Stange das Duell verliert, ist es immer schwierig, dass man es hinten dann verteidigt. Das ist einfach dann eine Situation, die man nicht planen kann. Das ist ja dann einfach so, wenn einer richtig im Raum steht, dann ist es schwer zu verteidigen. Und das ist eher die Sache, dass man halt schauen müssen, dass man auf der ersten Stange das Kopfballduell gewinnt. Trainer? Sehe ich ähnlich wie mein Torwart oder der sieht das ähnlich wie ich. Vielleicht haben wir da darüber schon gesprochen. Ich wollte genau zu den beiden Toren bei Rapid sind ja gut, dass Tore gefallen sind, 2 Tore. Und dann spricht man von Fehlern und so weiter. Das kann ich an und für sich schwer hören, weil beim ersten Tor war es eine gute, beim Gegentor von uns war es eine gute Flanke. Ein kopfballstarker Spieler hat den verlängert, hat dadurch ein bisschen ein Überraschungsmoment gesorgt und hinten steht einer. Und beim Sturmausgleich war es eine wunderbare Flanke, nach mehreren Ballkontakten und einer rutscht hinein.
ich finde einfach, das ist das nicht typisch, ist das nicht schön und gut für den Fußball? Und man spricht dann immer von Fehlern. Es sind einfach mehrere, bei beiden Aktionen haben ein paar Spieler sehr gute Idee gehabt, sehr gut reagiert und dann ist es halt ein Tor, oder? Sollte man das nicht so nehmen? Ich verstehe den Ansatz. Es ist grundsätzlich so, dass Tore passieren aus einer Mischung von beiden immer. Und wir werden von, also wenn wir von unseren Gegentoren sprechen, ja, wir gucken, wie können wir das verhindern oder vermeiden. Aber natürlich sehen Sie es richtig. Der Flanke war überragend und der kopfballstarkste Spieler auf dem Platz hat den entscheidenden Duell gewonnen. Und der, was den Tor gemacht hat, war auch nicht sein erstes in dieser Situation, in dieser Saison mit dem Kopf. Auf der anderen Seite, das Tor, was wir gemacht haben, da gibt es auch ein Kopfballduell, 5 Sekunden vor dem Tor von Husbeck, den wir für uns entscheiden, zum Beispiel. Da wird sich Rapid vielleicht ein bisschen ärgern. Das ist Fußball, es ist schön. Man kann immer in beide Richtungen schauen oder aus beide Richtungen gucken. Am Ende des Tages ist ein Unentschieden daraus gekommen und das Spiel war, glaube ich, schöner als die erste. Bekenne auch Reue, nachdem ich hin und wieder auf die zweite Halbzeit hingewiesen habe. Der Trend setzt sich fort in den, wenn man es so hernimmt, in die 4 Frühjahrspartien. Die erste Halbzeit 0-4 für sich, kein Tor geschossen, 4 gekriegt. Und die zweite Halbzeit 2 Punkte. Und die zweite Halbzeit in den 4 Rückrunden 9 Punkte, Torverhältnis 8-2. Habe ich letztes Mal schon gesagt, also dieser Trend hat sich jetzt in dem Fall umgekehrt und genau vor. Vielen Dank, dass Sie darauf angewiesen haben, sehr früh. Okay. Wir haben das dann korrigiert. Nein, also Spaß zur Seite. Nach wie vor glaube ich nicht, dass das groß was mit den Fitness zu tun hat. Wir sind jetzt nicht plötzlich fitter geworden. Ich glaube, wir sind konstant fit die ganze Saison. Leichter Zufall dabei, sicherlich. Aber auch vielleicht einen Zuwachs an Offensivform, wenn nicht Qualität. Und wenn du die hast, es ist nicht nachzuweisen, aber ich glaube, man kann sie besser in die zweiten Hälften zeigen, wo es häufiger mehr Freiräume gibt. Das ist jetzt wieder mal eine kleine Erklärung dafür. Kann ich das es ist auch nicht so schlecht, viele Tore in der zweiten Hälfte zu schießen. Ja. Kann ich auch das so sehen, dass sowohl Trainer als auch Mannschaft in ihrer Flexibilität aufgrund der Erfahrungen der ersten Halbzeit dann fähig sind und es können, in der zweiten Halbzeit, in der ebenso sozusagen in der, abgesehen von der Effizienz, auch das Spielsystem ein bisschen zu ändern und dadurch auch in der zweiten Halbzeit flexibler das Ganze besser zu machen? Also Systeme hin und her, glaube ich, jetzt keine große Rolle. Es ist zuletzt so, dass wenn man mit einem 0-0 oder im Rückstand in der Halbzeit geht, sind wir in der Lage zu liefern. In der zweiten Halbzeit in ein etwa offenere, mehr risikoreichen Spiel. Und das ist erstmals erfreulich. Das haben wir mehrmals diese Saison gemacht. Auf der anderen Seite natürlich kann man sagen, da wo es ganz eng ist und sehr kontrolliert und sehr organisiert von beiden, wäre sicherlich vorteilhaft, wieder mal in Führung zu gehen. Es sorgt allgemein, besonders für mich als Trainer, für angenehmere Spiele.
habe noch eine Frage. Wir haben gestern Salzburg gesehen und der Trainer sagt immer, 50% ist die Spielgrundidee für die eigene Mannschaft. Das war vor Wattens im August, haben Sie das gesagt. 50% sind Details und der Gegner. Wenn man jetzt Salzburg ausnimmt, aufgrund vieler Faktoren, Wolfsberg und WRC nimmt und so weiter, da ist ein gewisser Abstand. Mit Rapid sind wir zumindest ebenbürtig. Nach dem letzten Spiel kann man das sagen. An beide die Frage, seid ihr guten Mutes, dass man den beiden Zweit- und Drittplatzierten in der nächsten, oder schon näher gekommen ist und in der nächsten Zeit in vielen Bereichen näher kommen wird? Unser Anspruch ist es zu versuchen. Der Zeitraum ist da entscheidend. Also von welchen reden wir jetzt? Wenn wir aus Sicht des Vereins reden, zum Beispiel, dann nimmt man, weiß ich jetzt nicht, die letzten 10 Jahre. Es ist bewunderlich und sehr lobenswert, dass in den letzten 10 Jahren mit einem deutlich niedrigeren Budget Sturm es immer geschafft hat, mindestens ebenbürtig mit Rapid zu spielen. Aus Sicht des Vereines, das ist jetzt, ich weiß nicht, aber einmal in 100 Jahren so vorkommt, dass WRC am Ende der Saison vor Sturm ist. Ja, ist bitter, aber ist halt einmal in 100 Jahren. Wenn es zweimal in 100 Jahren ist, glaube ich, aus Sicht des Vereins nicht so dramatisch. Also jetzt aus Sicht der Mannschaft, wir gucken natürlich viel kurzfristiger. Besonders ich als Trainer, so Woche für Woche und höchstens das, was in einer Saison passiert. Ich bin guter Dinge, dass wir den Saison besser wie unsere aktuelle Tabellenplatz beenden werden. Wer da der Opfer ist, ist mir ziemlich egal. Frage waren beide, glaube ich. Ja, ich sehe es halt auch genauso, dass wir auf jeden Fall noch nach vorne rutschen wollen und wer dann hinter uns steht, das ist nebensächlich. Gibt es auch Fragen? Wenn nicht, dann danke fürs Kommen, alles Gute am Samstag.